Nochmal herzlich willkommen zum Webinar Broadcast Workflows in der Cloud mit KI-gesteuerten Metadaten von TVU Networks und TVE Advanced Systems GmbH. Bitte beachten Sie, dass es sich um ein Zoom-Webinar-Format handelt, bei dem Sie Ihre Kamera und Ihr Mikrofon nicht mit anderen teilen können. Wenn Sie während des Webinars Fragen haben, können Sie die Q&A-Schaltfläche verwenden, um Ihre Frage zu stellen, die dann am Ende der Präsentation beantwortet wird. Dann noch kurz zum Ablauf. Also zuerst wird es eine kurze Intro von DVEAS geben. Dann werden die Software-Solutions von TVU Networks präsentiert. Anschließend kommt unser Gastvortrag, wo der TVU Producer Workflow vorgestellt wird. Dann werden noch die TVU Networks Hardware-Produkte vorgestellt und zum Schluss werden dann Fragen beantwortet. Ich übergebe nun das Wort an unsere heutigen Moderatoren, Peter Wirwig von TVU Networks, Amir Fariwa von DVE Advanced Systems, Michael Rösch von DVE Advanced Systems und an Dominik Rönnecke von Eichberger und Rönnecke Neue Medien GmbH. Ihr habt das Wort. Vielen Dank. Ja, dann fangen wir schon mal an als DVE. Wir möchten natürlich auch alle Mitwirkende und vor allem alle Teilnehmer ganz herzlich begrüßen zum heutigen Webinar. Wer uns, unsere Firma noch nicht kennt, wir sind ein Händler und Systemhaus aus Deutschland und wir betreuen schon seit mehr als 20 Jahren Medienkunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und mein Kollege Amir und ich, wir kümmern uns um den Vertrieb und die Projektabwicklung rund um die Lösungen von TVU. Und wir freuen uns außerordentlich, dass wir seit diesem Jahr Vertriebs- und Solution-Partner für die Produkte von TVU sind. Denn TVU Networks bringt durch seine innovativen Produkte alle Bausteine mit und alle Bausteine für Broadcast 3.0, das heißt analog, digital oder IP. TVU bringt alles zusammen auf eine Plattform. Die Microservices sind maximal flexibel und kosteneffizient und die realen Geräte, also die physischen Geräte, nutzen synchronisierte Signale und modernste Übertragungstechniken wie HEVC über 5G. Für uns als Solution Provider bedeutet das, dass wir mit TVU Werkzeuge haben, um praktisch jeden Workflow für die Live-Produktion darzustellen. Der OB-WAN in der Cloud aus einer Hand ist mit diesen Produkten jetzt schon Realität. Und wie das aussehen kann, was das für Produkte sind, hört ihr jetzt in der Präsentation von Peter und von Dominik. Danke, viel Spaß. Vielen Dank, Mike. Ja, hallo, herzlich willkommen nochmal zum Webinar. Mein Name ist Peter Wirwig, Sales Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und wer ist TVU Networks? TVU Networks gibt es seit 17 Jahren. Wir haben mehr als 10 Millionen Live-Transmission-Hours pro Jahr und mehr als 3000 TV-Stationen weltweit arbeiten mit uns zusammen. Die ganzen Workflows, die Sie heute sehen, sind entstanden während der Pandemie, die ja in den USA und gerade in anderen Ländern doch erheblich dazu beigetragen hat, dass Production-Workflows im Broadcast doch relativ schnell in der Cloud gelandet sind. Wie das funktioniert, wie Key-Workflows in die Cloud kommen, das ist eigentlich das, was uns unterscheidet von vielen anderen Anbietern. Wir verkaufen ihnen Lösungen. Unsere Produkte adressieren Herausforderungen in ihrem Broadcast-Workflow. Zusammen mit ihnen werden wir die beste Lösung identifizieren. Wir werden sie im Consulting-Bereich beraten hinsichtlich einer kosteneffizienten Lösung. Und dann wird die Lösung aus unseren Lego-Bausteinen, aus unseren Microservices zusammengesetzt. Und am Ende des Tages beobachten wir und optimieren natürlich auch den Workflow und implementieren natürlich auch Ihr User-Feedback in unsere Produkte. Unser TVU Cloud Workflow. Ich könnte darüber jetzt 8 Stunden lang philosophieren. Heute haben wir nur eine knappe Stunde Zeit. Deswegen habe ich mir ein paar Themen rausgepickt. Die Signale, die wir in die Cloud reinholen, ja, die können von einem Mobile Device kommen mit unserer TVU Anywhere App oder von Ihrer Kamera verbunden mit unserem TVU One Pack oder mit unserem neuen TVU APS Link. Oder wir können natürlich auch sämtliche Protokolle, wie beispielsweise SRT, MTP, SRT, IP. Wir sind komplett offen, was die Sourcen betrifft, die wir in die Cloud herein importieren können und in einem Cloud Remote Production Workflow in Realtime bearbeiten können. Was wir in der Cloud geschaffen haben mit unseren Microservices sind verschiedene Lösungen, wie beispielsweise den TVU Channel. TVU Channel ist unser neuestes Produkt.
Das ist ein 24/7 TV Station in der Cloud, wo ich im Prinzip eine komplette TV-Station mit ihrer Infrastruktur, mit ihrer Hardware, bringe ich in die Cloud als Native-Lösung und habe da natürlich dann entsprechende Möglichkeiten, mein Content einfach weiter zu distribuieren. Aus der Cloud heraus können wir unseren Content auf alle sozialen Media-Plattformen parallel streamen oder halt auch als Protokoll rausgeben, um in ihren Produktionsraum diese Signale auch einzubinden. Der Remote-Cloud-Workflow von TVU Networks unterscheidet sich in wesentlichen Aspekten zu dem, was Sie bisher kennen. Unser Ansatz ist, dass wir unsere Produkte, unsere Lösungen, die wir in der Cloud haben, basierend auf Microservices miteinander kombinieren. Diese Microservices, die sind von der Security her extrem hoch, weil prinzipiell vertrauen sich die ganzen Microservices nicht. Ja? Erst dann, wenn Sie einen Prozess starten mit Ihrem User-Login, dann ist der Microservice verbunden mit Ihrem Workflow. Und aus diesen Microservices heraus können wir verschiedenste Lösungen und Produkte anbieten. Wir haben beispielsweise in diesem Jahr ganz erfolgreich das Thema KI-Metadaten in der Cloud etabliert. Aber warum brauchen wir eigentlich Metadaten von Live-Events? Relativ einfach. Wenn Sie heute einen Live-Event produzieren und Sie haben eine gewisse Szene, Sie haben gesagt, oh Mensch, vor 20 Minuten ist das und das passiert, das hätte ich jetzt gerne und würde ich jetzt gerne auf Social Media posten. Da ist es extrem wichtig, dass man diesen Live-Content auch findet. Der Live-Content, der bei uns in die Cloud reinkommt, wird sofort in den Microservice TVU Media Mind, das ist unsere KI-gesteuerte Metadaten-Engine, bearbeitet. Selbstverständlich, und deswegen sind wir so kosteneffizient, entscheiden Sie, welche Microservices denn überhaupt enabled sind. Wenn Sie einen bestimmten Microservice nicht brauchen, können wir den entsprechend disablen. Der Vorteil von Metadaten, von Live-Events ist natürlich ganz klar, jetzt habe ich wirklich die Option, Live-Content zu finden, zu distribuieren, zu teilen und daraus eine Secondary Story zu machen. Ja, das ist extrem vorteilhaft für Sie in Ihrem täglichen Workflow mit Live-Footage. Wie sieht dieser Workflow jetzt genau aus? Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass auf verschiedenen Wegen die Daten in die Cloud reinkommen können. Ich habe jetzt hier mal ein Schaubild erstellt, wo Sie genau sehen, welche Formate, wie kann ich den Media-Input machen? Hier geht es ja darum, dass ich mit meinem Smartphone, TVU Anywhere, unsere App oder mit der Kamera oder mit SDI oder mit allen Protokollen, kann ich in unsere Cloud reinkommen und dort findet dann automatisch die Face Recognition statt, ja, Speech-to-Text, beispielsweise andere AI-Engines. Wir hatten letztes Jahr ein Projekt in der Anfangsphase mit einer Baufirma aus Berlin. Für die war es sehr wichtig, auf der Baustelle zu identifizieren, ob jemand einen Helm trägt oder ob der Kran auch wirklich benutzt wird, weil so ein Kran kostet ja 60.000 Euro jeden Tag für ein Rental. Und das kann man alles machen. Wir können natürlich in unsere intelligente Cloud auch Third-Party-AI-Tools reinholen, wie diese Object Recognition, jetzt für den Fall von der Baustelle. Dann werden im Prinzip aus diesen kreierten Metadaten wird eine Meta-Database erstellt und dann kann ich im Prinzip hergehen und kann über die Plattform TVU Search die Daten finden, zeichengleich. Selbstverständlich sind alle unsere Produkte, die wir in der Cloud haben, auch als SDK verfügbar. Das heißt, Sie können auch mit über das API-Gateway Ihre eigene gebrandete App produzieren. Das ist jetzt die Oberfläche von TVU Search. Hier sehen Sie jetzt mal anhand eines Beispiels. Hier auf der rechten Seite habe ich im Prinzip die Textblöcke. Ich kann in den Textblöcken hin und her springen und bin dann automatisch auf den entsprechenden Bereich und kann diesen Bereich klippen und weiter distribuieren oder downloaden oder mit meinem Team in Realtime sharen. Das ist der Vorteil von einem Cloud Remote Production Workflow, dass ich wirklich im Team in Realtime zusammenarbeiten kann und sofort mein Live-Content über unsere Plattform TVU Search auch finden kann. Weitere Lösungen, die wir im Remote Cloud Production Workflow initiiert haben, basierend auf Kundenfeedback, ist zum Beispiel
unser TVU Remote Commentator. Der TVU Remote Commentator ist ein kosteneffizienter Weg, um Ihren Live-Event weiter zu multiplizieren, weiter in anderen Sprachen zu distribuieren. Der TVU Remote Commentator Workflow funktioniert mit jedem Laptop. Das Einzige, was Sie als Remote Commentator brauchen, ist ein Headset und eine Kamera. Und dann wird Ihnen der Live-Event auf Ihrem Display gestreamt und mit Ihrer Spracheingabe wird es zurückgeschickt in die Cloud und synchronisiert auf Frame-Level. Und das ist das Entscheidende, dass wir hier wirklich einen Workflow haben, der kosteneffizient ist und der schnell geht. Das heißt, der Prozess ist, Sie kriegen einen Link per E-Mail, dann können sich die Remote-Kommentatoren einwählen und dann startet auch der Prozess. Was das Entscheidende hier ist, pay as you produce. Unser Live-Remote-Commentator-Workflow hat einen Stundentarif. Also es fängt an bei knapp 36 Euro netto. Dort kann man dann quasi einen Event live-remote kommentieren. Und eine sehr große, das muss ich genau aufpassen, wie ich das formuliere, eine sehr große Fußball-Liga in Deutschland nutzt diesen TVU-Remote-Commentator-Workflow auch schon an jedem Wochenende. Und damit werden beispielsweise Remote-Kommentatoren in englischer oder in französischer Sprache distribuiert. Einen weiteren Microservice, den wir basierend auf Kundenfeedback entwickelt haben, eine Lösung aus unseren Microservices, ist das TVU Replay Programm. Das TVU Replay ist ein Tool, was es Ihnen ermöglicht, auf einem iPad eine Hilfestellung für beispielsweise einen Schiedsrichter oder für ein Event zu realisieren. Extrem kosteneffizient. Wir nehmen im Prinzip die Kamerasignale und diese Kamerasignale werden in der Cloud synchronisiert mit unserem IS-Plus-Protokoll. Wir haben ja unser eigenes Delivery-Protokoll. Und all diese Workflows, die Sie jetzt bisher auch schon gesehen haben, sind deswegen so akkurat von der Synchronisierung, weil wir unser eigenes Delivery-Protokoll verwenden, IS-Plus. Jetzt habe ich diese vier Kamera-Inputs in meinem Producer-Workflow und kann dann später im Prinzip hergehen und kann dann diesen ausspielen über TVU Producer an ein Mobile Device, an ein iPad und habe dann die Möglichkeit, mit TVU Replay diesen Event auch abzuspielen und auf Frame Level in verschiedene Kameraperspektiven hineinzuzoomen. Das ist der große Vorteil bei unserer Lösung mit TVU Replay. Hier habe ich wirklich eine Option, kosteneffizient eine Referee-Hilfestellung zu bieten. Ein weiteres Produkt, was wir basierend auf unseren Microservices entwickelt haben, ist der TVU Channel. Der TVU Channel ist eine sehr einfache Form, eine TV-Station in die Cloud zu bringen. So einfach wie ein Kalender. Sie können einfach per Drag and Drop Ihre Events in Ihre Time Schedule hineinziehen und dann können Sie über die Playout-Settings bestimmen, an welche Social-Media-Kanäle oder an welche externe Protokolle ich meinen Content ausspiele, 24/7. Der TVU-Channel ist auch eine kostengünstige Alternative, um Ihre reguläre TV-Station als Backup laufen zu haben. Weil was passiert denn, wenn der Strom in Ihrer Stadt mal ausfällt? Dann haben Sie kein Playout mehr, dann steht die Infrastruktur. Mit TVU-Channel sind Sie innerhalb von 80 Sekunden in der Lage, einen Workflow in der Cloud zu starten. Alle unsere Workflows in der Cloud basieren auf Microservices. Und wir wollen uns jetzt in einer Live-Session von Dominik den TVU Producer Workflow mal im Detail anschauen. Er hat eine schöne Geschichte vorbereitet aus dem Leben und ich danke und übergebe jetzt erstmal an den Dominik. Ja, vielen Dank, Peter. Und ich bin hier heute sozusagen als Anwender und zeige einen Workflow, den wir in unserer Firma aufgebaut haben. Auch hier wieder vor der Pandemie als Hintergrund. Viele sind ja dann ins Netz gegangen mit ihren Veranstaltungen. Ja, wer sind wir? Wir sind von Eichberger und Rohnicke. Wir machen seit 30 Jahren Medienproduktion für Messe, Event und Festinstallation und sind zu diesem Workflow gekommen, eben über einen Kunden, der jetzt Online-Kongresse machen wollte. Hierbei ist ein normales Videokonferenzsystem im Einsatz und wir bekommen als Dienstleister diesen Stream und arbeiten dann damit. Ja, und warum setzen wir dafür den Producer ein? Als wir damals recherchiert haben, mit welcher Technologie wir in der Cloud arbeiten wollen, sind wir auf
TVU gestoßen und fanden das sehr interessant, denn Konkurrenzsysteme, die wir geprüft hatten, basierten auf Monatszahlungen oder Jahreszahlungen, was natürlich für unsere Projektarbeit überhaupt nicht funktioniert. Denn wir haben Kunden, die zu bestimmten Zeiträumen ihre Veranstaltungen machen und über uns abwickeln. Und da habe ich keine monatliche Broadcasting-Leistung hinter. Also kurzum, das geht mit TVU super. Und dazu kommt noch der Umstand, dass das System ja in der Cloud läuft. Das heißt, ich brauche in meiner Produktionsumgebung eigentlich nichts anderes als das, was ich jetzt auch hier habe, ein Wald- und Wiesen-Notebook. Denn ich steuere das ja fern mit dem SaaS-Dienst und das funktioniert alles in der Cloud. Ja, dann würde ich gerne mal den Workflow zeigen und gebe dazu meinen Bildschirm frei. Hier sehen wir jetzt die Produktionsoberfläche von TVU Producer mit unserem Projekt, das wir hier als Sportplatzwelt Online-Kongress angelegt haben. Was passiert hier im Workflow? Der Kunde gibt aus seinem Videokonferenzsystem einen Stream raus, den wir in TVU hineinbringen und mit den anderen Medien, die vorbereitet sind oder live hinzukommen, kombinieren und wiederum ausspielen. Und da schauen wir jetzt mal hier, ich zeige jetzt mal, wie das so funktioniert. Wir haben hier im Producer den Program Out. Wir haben ein Vorschaubild, wir haben grafische Overlays. Und wir haben hier verschiedene Quellen, die sind hier im unteren Bereich aufgezeigt. Und hier die Quelle 1 wäre jetzt stellvertretend die Videokonferenz, die einläuft. Die Videokonferenz selber findet, wie auch diese Videokonferenz hier, an unterschiedlichen Orten statt. Keiner muss am gleichen Ort sein. Und es wird zusammengeführt über das Videokonferenzsystem. Und wir greifen diesen Stream in der Cloud dann halt ab. Dazu gehen wir beim Anlegen des Projektes hin und sagen, wo unsere Quelle herkommt. Wir arbeiten hier mit einem RTMP-Protokoll und können uns diese Struktur aus einer recht umfangreichen Liste im Producer raussuchen. Also das, was wir machen, ist eigentlich nur ein ganz winziger Teil in diesem Gesamtsystem, aber es trifft halt genau unseren Workflow. So, dann habe ich hier meine Quelle, die hatte ich aber auch schon vorher, das ist jetzt hier demomäßig. Und die ist hier jetzt als Quelle drin und ist hier gerade auch in der Ausspielung. Ja, dann, was wir hier sehen, ist kein Video, sondern eine Grafik. Die definiere ich mir im Projekt im Overlay-Menü und kann dort die verschiedenen Elemente anlegen. Hier unten haben wir das Chart und das habe ich jetzt mal abgewählt. Wir arbeiten also damit, dass wir das Live-Bild haben, dass wir Charts einspielen und natürlich haben wir viele verschiedene Redner. Hier unsere exemplarische Rednerin wäre jetzt die Lea Hertel und die kann ich jetzt natürlich dann beispielsweise mit einer Rednerbauchbinde belegen, so dass die Zuschauer am Ende der Kette, das Ende der Kette ist übrigens ein iframe auf einer Perl, einer persönlichen URL für jeden Teilnehmer. Und dort wird dann das Gesamtprogramm ausgespielt. Weiterhin können wir auch Videos integrieren. Da habe ich hier eins mal drinnen. Und wie auch die grafischen Overlays, Grafiken etc., werden die alle von lokal hochgeladen in die TVU Cloud und sind dann fortan im Projekt direkt einsatzfähig verwendbar. Und das passiert hier über dieses Menü, was wir hier auf der linken Seite sehen. Und hier kann ich dann auch beliebig Videos noch hinzubringen. Ja, und dann möchte ich gerne noch etwas zeigen. Das haben wir uns für die Veranstaltung hier ausgesucht. Und zwar kann ich ja weitere Quellen integrieren und habe jetzt hier beispielsweise die Möglichkeit unter Anywhere
zum Beispiel Mobile Devices zu integrieren. Das sagte der Peter uns ja schon eingangs. Und das will ich jetzt hier mal tun. Und dann sehen wir, wie das iPhone hier als Quelle schon mal sichtbar ist. Ja. Genau. Das ist das mein iPhone mit der Anywhere-App. Und es ist super simpel. Man kriegt eigentlich nur einen QR-Code, den mir der Dominik schickt. Den scannt man und ist eigentlich sofort beim Producer, beim Dominik live. Ja, danke schön. Super einfach. Genau. Das war jetzt mal eben, um zu demonstrieren, wie simpel sich das verknüpfen lässt. Und das ist auch eine absolut zuverlässige Sache, die setzen wir sehr gerne auch ein. Ja, jetzt haben wir alle unsere Elemente ja hier im Producer beisammen und der Programmablauf ergibt sich natürlich aus den Regieanweisungen. Schauen wir doch einmal, wie wir aus dem Producer überhaupt ausspielen. Wenn ihr das aufmerksam verfolgt habt, dann seht ihr, dass hier der On-Air-Button rot ist und das sagt uns, da spielt gerade was aus. Und tatsächlich, hier ist unser Target für das Streaming, geht hier über dieses definierte Protokoll hinaus. Ich kann natürlich auch andere Ausspielwege definieren. Aber wir brauchen jetzt das hier, denn wir wollen ja in unser spezielles iFrame auch hineinkommen. Und jetzt würde ich gerne noch abschließend zeigen, wie wir das dann tatsächlich nutzen. Dazu gehe ich hier in eine Datenbank hinein. Diese Datenbank haben wir für den Kunden angelegt, für das jeweilige Projekt. Und der kann dort die Kontakte hineinsetzen, eben sämtliche Teilnehmer. Und die wählen sich dann über eine Perl, eine persönliche URL, dann in den Kongress ein. Einmal auf Play hier und schon sind wir dabei. Ja, was sehen wir jetzt hier? Hier sehen wir jetzt die Perl, die maßgeschneidert für den Kunden produziert ist und in die wir den Producer eben hineinspielen. Wir haben sämtliche Informationen, die der Kunde wünscht. Das Ganze ist persönlich und unser Video läuft hier in diese Maske hinein. Der Kunde kann jederzeit weitere Informationen dazu bringen, bis hin zu, dass wir das Programm verknüpft haben. Sämtliche Informationen sind dort abrufbar. Ja, zurück zum Producer. Also was sind jetzt für uns die riesen Vorteile, die wir im Einsatz des Producers sehen? Also neben der Tatsache, dass ich hier keine komplizierte Technik brauche, sondern tatsächlich nur mein normales Notebook, habe ich ja über die Produktionsweise auch eine sehr sichere Produktionsweise. Peter erwähnte es schon, das funktioniert in der Cloud und ist damit ja unabhängig von irgendwelchen Up- und Downstreams, wenn ich das Signal einmal im Netz habe. Und das ist ja bei uns gegeben. Das Videokonferenzsystem spielt ja direkt übers Internet und wird dann verknüpft mit der TVU-Cloud. Das Ganze bleibt weiterhin Internet und ich mache nichts anderes, als diese Dinge zu routen bis hin zur Internetseite. Es ist nicht lokal und selbst wenn mein Rechner hier schlapp macht, läuft das Ganze weiter. Ich kann mich über den nächsten Rechner einwählen. Ja, das wäre jetzt soweit von mir ein Blick in unseren Workflow, wie wir speziell mit TVU arbeiten. Das ist bestimmt nur eine von 1000 Möglichkeiten, die sich ergibt. Und übergebe zurück an den Peter. Vielen Dank, Dominik. Ich habe 2, 3 Fragen direkt an dich. Wie lange dauert es, bis du diesen Producer-Workflow in der Cloud gestartet hast, wenn du dich einloggst? Wie viele Sekunden dauert das? Also das sind, schätze ich mal, das sind ja 3 Phasen. Ich schätze mal, das sind 1, 2 Minuten etwa. Und dann hat TVU Producer sich auf einer eigenen Instanz in einem Rechenzentrum geöffnet und steht exklusiv für unser Projekt zur Verfügung. Das ist ja auch total wichtig, denn es darf ja überhaupt nicht ins Stocken kommen. Ich sagte ja gerade schon, Sicherheit und Ablauf müssen natürlich völlig ungefährdet sein. Und das ist damit einwandfrei gegeben. Perfekt. Das heißt also,
Das auch nochmal ganz wichtig für alle Teilnehmer hier und Teilnehmerinnen im Webinar. Das, was wir realisieren, ist ein Workflow, der ist nicht geshared mit jemand anderem. Das heißt, die Recheninstanz, die wir in der Cloud zur Verfügung stellen, die ist exklusiv für Sie. Deswegen dauert auch der Start von dem Producer 60 bis 90 Sekunden. Beim TVU Channel ist es ähnlich. Der TVU Channel wird als Native Container in der Cloud gestartet. Der ist schon ad hoc da, weil es ja ein Container ist. Nur bis der dann in der Lage ist, Dinge auszuspielen, dauert es auch 60 bis 80 Sekunden, weil im Hintergrund auch wieder eine Workstation exklusiv für diesen Prozess gestartet wird. Also nochmal vielen Dank, Dominik, in deinen Einblick in deinem Workflow. Und dann mache ich jetzt mal weiter mit unseren Lösungen, die wir an der Kamera anbinden und connecten. Dankeschön. Gerne. Das, was uns die Kunden gefragt haben, hey Mensch, euer Algorithmus, der ist so sensationell, euer Bounding mit diesen TVU Ones, also wo wir mehrere Datenleitungen miteinander verknüpfen, der ist auch super, das funktioniert super, aber wir wünschen uns ein Tool, wo wir alles drin haben von euch. Multicam, könnt ihr das bauen? Das haben wir dieses Jahr gelauncht, und zwar ist das die TVU APS Link. Die TVU APS Link hat 6 CAM-Eingänge, 6 SDIs und 2 Review Return Feeds. In der TVU APS Link ist auch gleichzeitig schon die Data Connectivity eingebaut mit 6 SIMs 5G. Dann habe ich die Möglichkeit, Wi-Fi Hotspots oder Ethernet hinzuzufügen. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Unser Protokoll, das IS Plus Protokoll, ist ein Protokoll, was es Ihnen ermöglicht, Internetverbindungen zu adden zum Stream oder zu removen, ohne dass der Stream gestoppt wird. Das heißt, mit unserem IS Plus Protokoll sind Sie komplett flexibel. Wie sieht jetzt der Workflow aus für TVU APS Link? Hier habe ich am Drehort, könnte ein Fußballstadion sein, meine 6 Kameras, die gehen rein über SDI in den APS Link. Ich kann die Daten dann sofort in die Cloud schicken oder halt direkt in mein Studio. Dort muss ja auch der Empfänger sein, der APS-Link-Server. Das heißt, der TVU-Workflow bei der Transmission von der Kamera funktioniert immer mit einem Transmitter, das ist in dem Fall der APS-Link, und mit einem Receiver. Der Receiver kann natürlich auch in der Cloud sein oder physikalisch bei Ihnen als OneU-Einheit im Studio. Das empfehlen wir natürlich dann, wenn Sie das Signal per SDI wieder ausgeben möchten in Ihrem Studio. Dann empfiehlt sich doch ganz klar ein physikalischer Receiver in Ihrem Studio. Das heißt, ein bisschen Hardware brauchen wir schon für den Workflow mit der Connectivity mit den Kameras. Aber der Workflow funktioniert natürlich auch mit unserer TVU One. Die TVU One ist, ich habe auch eine Box, ja, die kann ich mal zeigen. So sieht die TVU One aus. Da habe ich vorne mein Status-Display und mit der TVU One habe ich im Prinzip auch wie bei der TVUS APS Link die Option, mehrere IP-Verbindungen über 4G oder 5G oder Satellite oder Wi-Fi oder Ethernet zu verbinden, um einen stabilen Stream zu realisieren. Wir unterstützen natürlich auch 4K. Und unser IS Plus Protokoll ist natürlich auch in der Lage, mit einer sehr geringen Latenz den Livestream zu realisieren. Und wir verbrauchen recht wenig Daten, weil unser Protokoll optimiert ist. Selbstverständlich haben wir auch hier einen Dual Video Encoder. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, auf die Daten, weil diese TVU One hat natürlich auch einen internen Speicher, eine SSD, 300, 250 Gigabyte, je nach Ausbaustufe. Dort sind die Kamera-Raw-Footage-Daten, die in die TVU One reingehen, auch verfügbar. Und jetzt kommt ein ganz spannender Aspekt. Wenn Sie jetzt im Studio merken, ja, hoppala, ich hatte vor 3-4 Minuten, war ein Frame weg, aus irgendeinem Grunde Satellite-Verbindung weg oder WLAN-Verbindung weg oder das mobile Internet bricht zusammen, dann haben Sie die Möglichkeit, automatisch auf diesen internen Speicher der TVU One zuzugreifen. Die TVU One hat natürlich auch die Möglichkeit, eine Voice-over-IP, also eine Talkback-Funktion zu ermöglichen. Das heißt, Sie können über Ihre Oberfläche den Kameramann an der TVU One einfach anrufen, über die gleiche Verbindungsleitung. Mit der TVU One kann ich natürlich auch einen Multicam-Workflow machen. Wir haben uns das Produkt von AJA rausgesucht, kann ich meine 4SDI reinholen. Die werden dann quasi mit der TVU One kombiniert und dann kann ich wieder den normalen
Weg über dieses Public Internet, Point-to-Point zum Receiver oder zum Cloud-Receiver laufen und es dann wieder ausspielen. Wir haben mehr als 100 User-Case-Stories auf unserer Webseite verfügbar. Eigentlich wollte ich Ihnen hier auch ein Video zeigen, das hat aber nicht so richtig geklappt mit Zoom, mit dem Video-Playback. Das ist natürlich in unserer Lösung absolut möglich. Das heißt, da kann ich auch Video-Return an die Teilnehmer senden. Bei den User-Case-Stories, worauf wir sehr stolz sind, wir hatten jetzt beispielsweise in Spanien unseren ersten 4K-Remote-Workflow in der Cloud. Das heißt, dort wurden handelsübliche moderne Smartphones verwendet. Die haben mit 4K übers Public Internet direkt zum Producer gesendet, so wie es der Dominik auch vorhin gezeigt hat. Und selbstverständlich können Sie auch 4K-Signale in unserem Remote-Production-Workflow bearbeiten. Wir sind natürlich auch weiterhin unterwegs, on the road, wie man so schön sagt. Als nächstes werden wir auf der IBC sein, am 9. und 12. September. Dort werden wir einige Neuheiten vorstellen und dort können Sie mich auch persönlich treffen. Darüber hinaus, darüber freue ich mich besonders, bin ich auf dem Fraunhofer-Event, dem Workshop Digital Broadcasting 2022 in Erfurt am 15. und 16. September. Schicke Ihnen, also unsere Kollegin wird Ihnen nachher im Nachgang noch eine E-Mail schicken. Dort finden Sie auch einen Link, wo Sie sich dann auch anmelden können für den Event. Ein sehr toller Event in Erfurt, wo wir zwei Tage dann, wo ich auch im Detail mehr auf dieses Thema TVU Media Mind, KI, Metadaten in der Cloud eingehen werde, wie das technisch funktioniert. Da freue ich mich sehr, Sie auch dort treffen zu dürfen. Das war es jetzt von meiner Seite. Und jetzt würde ich eröffnen für Ihre Fragen. Ich hätte schon mal eine Frage, Peter. Vielen Dank für deinen Vortrag. Ja. Super spannend. Es ist wirklich ein klasse Tools, die ihr da entwickelt habt. Habe ich das richtig verstanden, dass die Verbindung zwischen den Sendern und Receivern kann entweder über die Cloud gehen, aber auch Punkt zu Punkt, richtig? Richtig, also Punkt zu Punkt bedeutet immer übers Public Internet. Das heißt, Public Internet bedeutet für uns, also wenn ich jetzt meine TVU One habe, wird übers Public Internet eine Point-to-Point-Verbindung zu dem Receiver realisiert. Ja, wenn ich die Verbindung in die Cloud mache, gehe ich auch übers Public Internet und dann bin ich quasi in der Cloud mit meinem Cloud-Receiver. Super. Und wenn ich das Signal in der Cloud habe, gibt es in dem Producer... gibt es ja auch verschiedene Titelmöglichkeiten, Grafiken einzublenden. Was habt ihr da so, dass man einen groben Eindruck hat, was kann man da so machen? Ja, also wir haben selbst vorinstallierte Effekte, Basic-Effekte, aber wir arbeiten hier natürlich mit den Profis zusammen. Wir haben eine Kooperation mit Singular Live. Das heißt, Sie als Produktionsstudio haben die Möglichkeit, auf professionelle Grafiken zurückzugreifen, die eventuell von der Community erstellt worden sind. Oder Sie erstellen selber Ihre Grafiken und Hintergründe für Ihre Videos und können sie dann bei Singular Live hochladen. Das ist ja der Vorteil von TVU Networks. Also unser Ziel war immer, offen zu sein, ja? Dass wir halt alle Microservices einbinden können. Und Singular Live haben wir direkt in unserer Producer-Oberfläche integriert. Das heißt, da ist dann einfach ein weiterer Reiter im Producer und dort kann ich mich dann mit meinen Login-Daten bei Singular Live anmelden und quasi dann die Grafiken, die ich bei Singular Live hinterlegt habe oder finde und toll finde, in meinen Video-Stream mit einbinden. Boah, super, das ist ja toll, wenn es direkt integriert ist. Eine weitere Frage, die wir als Ansprechpartner für die Endkunden öfter hören, dreht sich um die SIM-Karten. Das TVU One-Pack hat ja 6 SIM-Karten. Kann ich da eigene SIM-Karten mit reinbringen? Gibt es da was? Da habt ihr ja auch eine Variante. Vielleicht kann Amir dazu ganz kurz was sagen, was mit den SIM-Karten, wie sich das so darstellt. Man kann natürlich seine eigenen SIM-Karten nehmen. Wichtig dabei zu beachten, also wir empfehlen das immer, dass man verschiedene Provider nimmt, um einfach eine gewisse Redundanz zu haben, falls mal einer ausfallen sollte. Und es ist eigentlich schon mit 3 SIM-Karten möglich, einen HD-Stream in HDR rauszuschicken. Mhm. Super. Und wenn ich nur ein einzelnes Projekt habe, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt den Aufwand nicht betreiben, mir Verträge und Datenverträge zu machen, wenn ich nur für eine einzelne Show, was habt ihr da? Was können wir da machen?
da kann man auch, also wir bieten das auch, dass man die SIM-Karten eben quasi bei uns dann mieten kann. Das ganze Package, wenn quasi nur eine einzelne Show, einen Tag oder irgendwie sowas da mal anstehen würde. Okay, das heißt, da können wir dann direkt ja. von TVU als Paket natürlich. Schon das mit vermieten. Ist natürlich von der Kosteneffizienz optimiert auf Flexibilität. Das heißt, ich hab das kurzfristig verfügbar, aber das ist eine Variante. Auch falls die Frage auftaucht, ist auch was wir öfter hören, kann ich denn auch nur für einen einzelnen Event Geräte haben? Bei den Cloud-Microservices ist kein Thema. Die sind ja binnen ein paar Sekunden, ein paar Minuten gestartet, auch nur für eine Show. Peter, habt ihr Geräte, die wir den Kunden liefern können, auch nur für einzelne Events? Ja, absolut. Also wir haben bei uns im Europalager vorkonfigurierte TVU Ones oder TVU RPS Links, die mit SIM-Karten bestückt sind von Freeway. Freeway ist unser Data-Provider, der uns sicherstellt, dass wir die entsprechenden guten Datentarife auch bekommen im Rental. Das heißt, dort haben wir eine Kooperation und bieten unsere Gerätschaften mit drei verschiedenen SIM-Herstellern, also mit drei verschiedenen Mobile-Providern an, immer natürlich auf dem Markt orientiert. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gerät ausleihe, für Südafrika, dort wird es dann schwierig mit deutschen Mobile-Funk-Providern. Also wir gehen da ganz stark auf den Kunden ein und bieten natürlich auch über unsere Partner entsprechende Rentegeräte an. Super, das klingt auch gut. Ich gucke hier gerade mal in den Chat, ob es noch weitere Fragen gab. Bisher noch nicht. Ja, ich habe ja noch eine, die immer wieder hochkommt in Gesprächen mit Kunden ist, ja, wie macht ihr denn eigentlich Video-Editing? Ja, macht ihr alles in der Distribution vom Content, Einbindung von professionellen Grafiken? Wie macht ihr das, wenn ich jetzt in der Cloud editieren möchte? Da arbeiten wir natürlich auch mit Partnern zusammen, beispielsweise mit der Firma Blackbird, die uns da in der Lage versetzt, unseren Stream, den Sie im Producer haben, direkt in den Blackbird Editor zu senden. Und dort haben Sie dann die Möglichkeit, Ihren Live-Content zu editieren und wieder zurückzuschicken in den Producer. Das ist alles so optimal integriert, miteinander verzahnt. Ähnlich wie ein Baukasten. Es passt immer. Sie können sich aus unseren Microservices, die natürlich auch von Drittanbietern sein können, wie beispielsweise von Singular Live oder von Blackbird, haben wir da die Möglichkeit, individuell auf die Workflows einzugehen. Super. Dann hätte ich die meisten Fragen beantwortet, die mir so immer auf dem Herzen brennen, beziehungsweise die unsere Kunden so im Erstkontakt haben. Und ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich für die Teilnahme, für die Mitarbeit. Und wir teilen das Video, wenn ich das richtig sehe, wir teilen das Video auch im Anschluss, sodass wenn es deinen Kollegen noch schicken möchte oder nochmal genauer reingehen möchte, dann hat er die Gelegenheit dazu. Genau, in den kommenden Tagen schicken wir euch das Webinar-Material per Mail zu. Und ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für Ihre Teilnahme. Es war uns ein Vergnügen, Sie bei unserem Webinar dabei zu haben. Und bis sehr bald. Vielen, vielen Dank auch nochmal an das Team. Vielen Dank nochmal an den Dominik, an das Team von DWIRS und an die Christelle. Wir freuen uns sehr auf Ihre Herausforderungen und auf Ihre Workflows. Ich hoffe, wir sehen uns auf der IBC oder auf dem Fraunhofer-Event in Erfurt. Meine E-Mail-Kontaktdaten sehen Sie unten. Die kriegen alle Informationen auch per E-Mail zugeschickt. Und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Vielen Dank.